Herzlichen Glückwunsch! Du hast eine kostenlose Lektion zur Verbesserung deines Whataboutism gewonnen. Offensichtlich hat dein Whataboutism noch nicht so richtig gut verfangen, jedenfalls fiel er auf und daher wurde wohl dieses Video unter deinen Beitrag verlinkt. Dabei ist der Whataboutism an sich eine super Argumentationstechnik, denn sie schafft es, dass ein gutes Argument deines Gegners verwässert wird, indem nämlich ein Whataboutism entgegengesetzt wird, der dann die moralische Überlegenheit ausdrückt, sodass ein Streit auf dem Nebenkriegsschauplatz entsteht, wo dann auf einmal Täter, Opfer vertauscht werden. Das kann man auch noch kombinieren mit ad hominem, aber Voraussetzung für einen guten Whataboutism ist, dass er nicht sofort als solcher erkannt wird. Und das ist wahrscheinlich bei dir schiefgegangen. Also, ein guter Whataboutism braucht drei Dinge. Zunächst einmal einen Vergleich. Die Russen, die den Whataboutism angeblich erfunden haben, im Kalten Krieg waren immer wieder angegriffen und sagten, ach, naja, wir haben zwar böse Sachen gemacht, aber ihr Amerikaner seid viel schlimmer. Ihr habt zum Beispiel Sklaverei eingeführt oder Apartheid oder Lynchjustiz und so weiter und so fort. Donald Trump hat das dann übernommen, als es darum ging, Putin zu verteidigen, denn der war gar nicht schlimm, der war nicht so schlimm wie die Amerikaner. Das ist ein wenig eigenartig, weil es 1:1 übernommen wurde, aber so kann man es natürlich auch machen. Das Argument, was du bringst, muss dann allerdings valide sein, denn das ist ja gerade die Überlegenheit, dass du mit etwas anderem kommst, was dann einer Nachprüfung standhält. Wenn du also beispielsweise sagst, Tote bei Corona sind nicht schlimm, es sterben viel mehr Leute im Verkehr, dann sollte das auch tatsächlich so sein, was leider am Ende 2020 nicht mehr so ganz der Fall ist, jedenfalls auf einer Tagessicht. Und dann kann es dir passieren, dass dein Whataboutism zerlegt wird. Immerhin schaffst du es zwar, die Argumentation abzulenken, aber du hast trotzdem nicht recht. Und der dritte Punkt ist, es muss überraschend sein. Und dafür brauchst du am besten Innovation. Wenn du immer wieder mit dem gleichen Vergleich kommst, dann merkt selbst der Dümmste, dass du wieder mit einem Whataboutism unterwegs bist. Also überleg dir nochmal, ob du deinen Whataboutism besser gestalten kannst, um damit noch überzeugender zu argumentieren.